Hallo und willkommen zurück zu den Lernvideos zum Thema Variablen. Um gleich durchstarten zu können, schnappst du dir am besten wieder ein Papier und dein Schreibzeug. Da du jetzt schon über Variablen und ihren Einsatz Bescheid weißt, gehen wir weiter und werden nun Variablen in Rechengeschichten behandeln. Stell dir dazu folgendes Beispiel vor. Gegeben ist die Rechnung m-35 ist gleich 17. Finde zu diesem Beispiel eine passende Umkehraufgabe. Du denkst dir jetzt sicher, was ist eine Umkehraufgabe? Oder das hat doch gar nichts mit Mathematik zu tun. Aber das Interpretieren von Rechnungen und Finden von Umkehraufgaben ist ein wesentlicher Teil der Mathematik. Und du wirst sehen, dass du danach das Thema Variablen noch besser verstehen wirst. Also lass uns nicht länger warten, sondern starten. Beginnen wir mit einem kleinen Rätsel. Du siehst hier einen Hund aus verschiedenen langen und farbigen Holzstücken. Deine Aufgabe heißt, gib den Umfang des Hundes mit Hilfe von Variablen an. Hast du eine Idee, wie das gehen kann? Na dann los, pausiere das Video und schreib deine Lösung auf. Na, wie sieht es aus? Hattest du Erfolg beim Lösen des Rätsels? Wunderbar! Ich möchte dir jetzt mein Ergebnis vorstellen. Ich habe mich dafür entschieden, das grüne Holzstück mit G zu bezeichnen, das blaue Holzstück mit B und das rosa Holzstück mit R. Der Umfang des Hundes wird mit klein u abgekürzt. Werden die einzelnen Holzstücke gezählt, erhält man folgende Rechnung. U ist gleich 8 mal G plus 8 mal B plus 8 mal R. Was ist nun der Unterschied zu deiner Lösung? Wenn du eine andere Variable verwendet hast, ist das okay. Oder falls du G mal 8 statt 8 mal G geschrieben hast, ist das genauso richtig. Du hast gerade zu einer Zeichnung eine Rechnung erstellt. Nun machen wir es umgekehrt. Finde eine Rechengeschichte zu einer Rechnung. Gegeben ist s-28 ist 63. Wie könnte eine mögliche Sachaufgabe bzw. Geschichte und die richtige Lösung dazu lauten? Drücke kurz auf Pause und sei kreativ. So, ich stelle dir meine Geschichte vor. Aus einem Sparschwein werden 28 Euro entnommen. Danach befinden sich noch 63 Euro im Sparschwein. Wie viel Geld befand sich vor der Entnahme im Sparschwein? Nach dem Intro kannst du solche Rechnungen ja bereits lösen. Nimm dir kurz Zeit und finde die Antwort für meine Rechengeschichte. Vor der Entnahme befanden sich 91 Euro im Sparschwein. Dazu habe ich die Umkehrung zur Subtraktion verwendet und 63 plus 28 berechnet. Es ist aber genauso richtig, wenn du durch Fragen, wie viel weniger 28 ist 63, auf die Lösung gekommen bist. Bevor wir weitergehen, möchte ich dir noch sagen, dass diese Rechengeschichte nicht die einzig mögliche Geschichte ist. Hier gibt es unendlich viele. Wenn du möchtest, kannst du mir einen Kommentar mit deiner Rechengeschichte hinterlassen. In diesem Beispiel sollst du nun eine Geschichte für die Rechnung 34 plus b ist gleich 75 finden. Drücke dazu auf Pause und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich möchte dir dazu wieder meine Rechengeschichte vorstellen. Auf einem Feld stehen 34 Blumen. Am nächsten Tag blühen B neue Blumen auf und es stehen nun 75 Blumen auf dem Feld. Wie viele neue Blumen sind aufgeblüht? Finde dazu wieder die richtige Antwort. Bis dann! Die Antwort zu meiner Geschichte lautet, es sind 41 neue Blumen aufgeblüht. Auch hier habe ich wieder mit Hilfe der Umkehrung, also 75 minus 34, die Lösung erhalten. Man könnte aber genauso mit Hilfe der Frage 34 plus wie viel ist 75 zur richtigen Lösung kommen. Vielmehr würde mich jetzt noch deine Geschichte interessieren.
Schauen wir weiter zum nächsten Beispiel. Finde nun eine Geschichte für die Multiplikation W mal 7 ist gleich 49. Bis gleich! Dieses Mal habe ich mir eine mathematische Geschichte überlegt. Na, eigentlich ist es ja ein Rätsel. Und zwar, multipliziert man die Zahl W mit 7, ist das Produkt 49. Welchen Wert hat die Zahl W? Na, weißt du die richtige Lösung dazu? W hat den Wert 7. Dazu habe ich einfach 49 dividiert durch 7 gerechnet. Du kannst aber genauso mit der Frage, wie viel mal 7 ist 49, auf die richtige Lösung gekommen sein. Warst du beim Finden einer passenden Sachaufgabe kreativer als ich? Schreib mir doch deine Geschichte in einen Kommentar. Ein weiteres Beispiel haben wir noch. 54 dividiert durch k ist gleich 9. Drücke wieder kurz auf Pause und überleg dir in Ruhe eine Geschichte. Ich habe mir dazu folgende Geschichte überlegt. Ein Kartenspiel besteht aus 54 Karten. Jedes mitspielende Kind hat 9 Karten erhalten. Wie viele Kinder spielen mit? Nach einer kurzen Pause werden wir wieder gemeinsam vergleichen. Die Lösung lautet, es spielen 6 Kinder mit. Hier habe ich 54 dividiert durch 9 gerechnet. 54 dividiert durch wie viel ist 9, wäre aber genauso möglich. Ich freue mich, deine Geschichte in den Kommentaren zu lesen. Abschließend werden wir noch die Rechengeschichte, die du bereits aus dem Intro kennen solltest, gemeinsam lösen. 3 Kinder möchten ihrer Mutter zum Geburtstag eine Handtasche, die sie sich schon sehr lange wünscht, schenken. Thomas hat 23 Euro, die er beisteuern kann. Michael zahlt 28 Euro und Julia stellt 19 Euro zur Verfügung. Da die Tasche 100 Euro kostet, zahlt Papa den Rest. Wie viel muss Papa zahlen? Drücke kurz auf Pause und finde die richtige Lösung. Wenn du als Ergebnis erhalten hast, dass Papa 30 Euro zahlen muss, liegst du richtig. Was mich aber noch mehr interessiert ist, wie du auf dieses Ergebnis gekommen bist. Hast du auch die Rechnung 100 ist gleich 23 plus 28 plus 19 plus p aufgestellt, anschließend die Rechnung so weit wie möglich vereinfacht auf 100 ist gleich 70 plus p und dann durch die Umkehrung der Addition 100 minus 70 oder durch die Frage 70 plus wie viel ist 100 die Lösung erhalten? Nein? Dann gib mir Bescheid, wie du vorgegangen bist. Du kannst jetzt Umkehraufgaben zu Rechnungen mit Variablen finden und Rechnungen zu Rechengeschichten mit Variablen aufstellen und ausrechnen. Ich würde dir vorschlagen, wieder etwas Pause zu machen und später bei meinem Mastery vorbeizuschauen. Da werde ich mit dir einen Zaubertrick machen, den du dann auch mit deinen Freunden durchführen kannst. Ich hoffe, du schaltest wieder ein und bist mit dabei. Bis dann!